Woche der Nummer 1. Liebe Österreicher und Rinnen, mit großer Sorge habe ich festgestellt, dass wieder einmal Ostern vor der Türe steht und auch unser Osternest. Dabei haben meine Margot und ich erst unlängst das letzte Osternest vom Vorjahr in der Hofburg gefunden. Gut, gefunden hat es eigentlich die Susi. Aber die hat sie auch viel leichter mit so einem großen, schönen Nase. Die Susi riecht alle faulen Eier viel früher. Meine Margot und ich sind sehr froh darüber, dass es bei uns in der Hofburg jetzt nicht mehr so furchtbar stinken tut. Und wir nicht mehr rätseln müssen, wer von uns beiden die größeren Eierschase lasst. In diesem Sinne wünsche ich allen Ostern und Österreichern einen schöneren Hasen, als ich ihn habe, und dass ihnen ihr Hase nicht auch so auf die Eier geht.